Luftschiffe sind die sanften Dinosaurier des Himmels. Gigantisch, majestätisch und doch leichter als Luft haben sie die Menschen seit jeher fasziniert. Schon ein leichter Windhauch genügt, um die Riesen davonzutragen. Sie scheinen nicht von dieser Welt zu sein und beinahe wären sie ausgestorben. Doch wahre Liebhaber wollten die fliegenden Zigarren nie aufgeben. Auf der ganzen Welt bauen sie wieder Luftschiffe, bereit ins nächste Jahrtausend zu schweben. Sie dienen nicht mehr nur als fliegende Litfaßsäulen, sondern helfen uns bei wichtigen Aufgaben. Ob im Umweltschutz oder in der Forschung, Luftschiffe sind im Aufwind. Die Sonne scheint und es regt sich nur eine sanfte Brise. Für das Luftschiff ist es Zeit abzuheben. Doch bevor der Riese in den Sommerhimmel entschweben kann, muss kräftig zugepackt werden, um seine Fesseln zu lösen, die ihn auf der Erde halten. Für die Bodenmannschaft auf dem Mülheimer Flugplatz beginnt die Arbeit. Sie muss das Luftschiff in die richtige Startposition bringen. An Seilen, dick wie Ankertaue, wird der schwankende Riese sicher geführt. Insgesamt 17 Männer halten den 60 Meter langen und fast 20 Meter hohen Koloss am Boden. Ohne ihre Muskelkraft würde er davonschweben, getragen von 5600 Kubikmetern Helium, einem Gas, das leichter ist als Luft. Die Bodencrew zieht das Luftschiff mehrere hundert Meter bis zu seinem Startplatz, einer Wiese abseits der betonierten Pisten des kleinen Flughafens. Der Bug wird in den Wind gestellt, um den Auftrieb beim Start optimal zu nutzen. Ein letztes Kommando des Bodenchefs und die Mannschaft gibt das Luftschiff frei. Das Helium in seiner Hülle trägt es sanft in die Höhe. Zwei 220 PS starke Propellermotoren treiben es zusätzlich an und können bis auf 50 Stundenkilometer beschleunigen. Geruhsam gleitet die WDL-1A in den Sommerhimmel. WDL steht für Westdeutsche Luftwerbung. Der Name ist Programm. Die Firma lässt seit 1955 Flugzeuge mit Werbefahnen am Himmel kreisen. Ende der 60er Jahre kam dem Firmengründer Theodor Wüllenkemper dann die Idee, noch größere fliegende Litfaßsäulen zu bauen. Luftschiffe. Ein Kindheitstraum ging in Erfüllung. Nach der Weimarer Republik war mein Vater auch arbeitslos. Und dann hat er sich damit beschäftigt, so Sperrholzarbeiten zu machen. Und hatte eine Sperrholzlampe zusammengesägt und hatte alles Objekte, wo der Zeppelin in Rio de Janeiro war, in New York war, in Tokio war. Und das war so eine Kinderlampe, die in meinem Zimmer dann hing. Und wenn ich dann aus dem Bett lag, dann sah ich also immer wieder einmal den Zeppelin in Rio und dann habe ich das Ding auch immer wieder gedreht. Das ist eigentlich, sagen wir mal, unbewusst vielleicht die Beziehung gewesen. Doch Wüllenkemper baut gar keine Zeppeline, sondern Prallluftschiffe, sogenannte Blimps. Im Gegensatz zum Zeppelin fehlt dem Blimp ein starres Innengerüst. Die reißfeste Kunststoffhülle erhält ihre Form alleine durch den Innendruck des Heliums. Fest! Fest machen!
Locker. Blims gehen zurück auf eine Idee aus dem Jahre 1906. Der deutsche Luftfahrtpionier August von Parseval war ihr Erfinder. Die amerikanische Firma Goodyear entwickelte sie dann zur Serienreife. Als Militärluftschiffe im Zweiten Weltkrieg. Doch ob Blimp oder Zeppelin, gegen die Konkurrenz von Düsenjets und Hubschraubern hatten die behäbigen Riesen keine Chance. Anfang der 60er Jahre waren fast alle Luftschiffe vom Himmel verschwunden. Mit den Mülheimer Reklame-Blimps begann das Comeback. Seit 1972 hat die WDL 8 Luftschiffe gebaut. 4 von ihnen fliegen in Japan und Amerika, die anderen schweben über Deutschland. Damit sie ihren Reklameauftrag erfüllen, sollen die Luftschiffe möglichst tief fliegen. Doch zu tief ist zu laut. Unterhalb von 300 Metern gilt das Motorengebrumm als Lärmbelästigung, zumindest über dicht besiedelten Gebieten. Den Blimp in konstanter Höhe zu halten, ist kompliziert. Nur 5 deutsche Piloten besitzen eine Lizenz zum Luftschifffliegen. Viele sind Amerikaner, wie Alfred Ballinger, der seit 25 Jahren im Geschäft ist. In seinem Cockpit hat er pausenlos zu tun. Mit den Fußpedalen steuert er die Seitenruder, die die Flugrichtung bestimmen. Gleichzeitig balanciert er mit dem Höhenrad den sensiblen Koloss in der Thermik. Mit jedem Aufwind hebt sich der Bug und neigt sich nur durch Gegensteuern wieder in die Waagerechte. Eine Himmelsschaukel, die mit Muskelkraft in Schwung gehalten wird. Vor allem aber muss der Pilot auf den Gasdruck in der Hülle achten. Denn durch die schwankenden Außentemperaturen ändert sich auch die Ausdehnung des Heliums. Das Wichtigste ist der Druckausgleich. Man muss trotz aller atmosphärischer Schwankungen den Druck in der Hülle konstant halten. Denn wird er zu groß, entweicht Helium. Oder theoretisch könnte die Hülle auch platzen. Wenn der Druck zu niedrig ist, verliert sie ihre straffe Form und man stürzt ab. Dieses Ventil ist dazu da, aus der vorderen Luftkammer, dem sogenannten Ballonett, Luft abzulassen. So eine Kammer gibt es auch im hinteren Teil der Hülle. Wenn ich das Ballonett aufblasen will, ziehe ich hier. Und dann wird über einen Schlauch am Propeller Luft hineingepumpt. Sie müssen sich die Hülle wie einen Container vorstellen, gefüllt mit Helium und einem Luftsack vorne und hinten. Auf der Seite, wo weniger Luft im Ballonett ist, dehnt sich das Helium stärker aus und sorgt für Auftrieb. Auf diese Weise balanciert man das Luftschiff in der Waagerechten. Der Pilot ist meistens alleine in der 8-sitzigen Gondel. Der WDL geht es darum, dass die Menschen auf der Erde staunend nach oben gucken. Der Blick vom Himmel nach unten ist wenigen geladenen Gästen der Werbekunden vorbehalten. Diese Werbekunden bezahlen immerhin 4.000 Mark pro Flugstunde bei einer Mindestmietzeit von 150 Stunden. Die meisten Unternehmen buchen das WDL-Luftschiff gleich für die ganze Flugsaison, von Mai bis Oktober. Durchschnittlich kostet so ein himmlischer Werbeauftritt knapp 4 Millionen Mark. Für die Mülheimer Luftwerber scheint sich der fliegende Handel zu lohnen. Auf einer zweiten Werft in Florida wollen sie demnächst Reklameschiffe für den Himmel über Amerika bauen. Das Luftschiff beginnt mit dem Landeanflug. Die Bodenmannschaft nimmt in U-Form Aufstellung. Für Alfred Ballinger beginnt der schwierigste Teil seiner Arbeit. Gegen den Wind muss er das Luftschiff schräg nach unten steuern. Je mehr der Pilot die Geschwindigkeit drosselt, umso schlechter lässt es sich lenken. Auf den letzten Metern über dem Boden ist der mächtige Blimp nur noch ein Spielball der Lüfte. Jetzt kommt es auf jeden Handgriff an. Je 5 Mann packen ein Halteseil und stürmen los. Die eine Mannschaft nach links, die andere nach rechts. Sie zwingen das Luftschiff zu Boden.
Die anderen stemmen sich mit aller Kraft gegen die Gondel. Der Gigant kommt zum Stehen. Kurz vor Sonnenuntergang bindet die Crew das Luftschiff wieder an seinem Mast auf dem Mülheimer Flugplatz fest. Auch dort darf der empfindliche Riese nicht alleine gelassen werden. Einer der Männer wird die Nacht in der Gondel verbringen. Er wird jede Windböe ausbalancieren und jeden Auftrieb korrigieren, damit das Luftschiff immer knapp über der Erde schwebt. Am nächsten Morgen wird die Crew mit ihrem Blimp weiterziehen. Einsatzort ist Hamburg. Wenn die Sonne scheint und der Wind nicht zu stark weht, werden auch dort die Menschen ihre Hälse in den Himmel recken und rufen: Guck mal, ein Zeppelin. Während bei den Mülheimer Luftwerbern Feierabend ist, fängt für ihre größten Konkurrenten die Arbeit erst an. Denn die Lightships der American Blimp Corporation kommen erst richtig zur Geltung, wenn es dunkel ist. Eine einzige Haushaltsglühbirne im Inneren der transparenten Hülle lässt das Lightship am Nachthimmel hell erstrahlen. Manche halten es gar für eine Abordnung von Außerirdischen und melden der Polizei, sie hätten ein UFO gesichtet. Im Cockpit des geheimnisvollen Flugobjekts sitzt aber kein Alien, sondern ein ehemaliger Pilot der British Airways. David Hollyhomes sattelte vor 5 Jahren auf Luftschiffe um. Als ich früher mit der British Airways geflogen bin, ist es wie im Büro. Man sitzt 8 Stunden lang im Büro und dann endet man in New York. Aber hier mit dem Luftschiff, da muss man ganz schön mit dem Fahrrad fahren generell. Die Bodenmannschaft erwartet ihn. David Hollyhomes beginnt mit dem Anflug auf die Graspiste des Rotterdamer Flughafens. Das nur 40 Meter lange Lightship ist robuster, wendiger und leichter zu manövrieren als die Luftschiffe aus Mülheim. Für den Touchdown sind keine Helfer nötig. Der Pilot und die 6-köpfige Bodencrew sind das ganze Jahr über im Einsatz. Auch im Winter schweben die leuchtenden Firmenlogos ihrer Kunden über den Städten. Die American Blimp Corporation ist der größte Luftschiffbetreiber der Welt. Ihre 11 Lightships fliegen in den USA, Australien, Brasilien und Europa. Nicht nur als harmlose Werbebotschaften. Diese Bilder einer Demonstration wurden in 300 Metern Höhe unbemerkt gefilmt, aus einem Luftschiff. Seit 1994 setzt die Polizei in der englischen Provinz Dorset sie regelmäßig zur Überwachung von Großveranstaltungen ein. Stundenlang stehen sie geräuschlos und fast vibrationsfrei an ein und derselben Stelle am Himmel. Eine perfekt getarnte Kameraplattform. Ja, hier. Bleib mal auf dem mit dem weißen Hemd. Ja, genau, das ist er. Lass uns mal diesen Abschnitt angucken. Siehst du, hier scheint es keine Probleme zu geben. Es ist alles ruhig. Das Luftschiff ist vom Boden nicht zu hören. Dadurch wird auch niemand provoziert. Der Krach von einem Hubschrauber macht die Leute nämlich meistens aggressiv. Aus dieser Position aber haben wir einen perfekten Überblick über die gesamte Szenerie, ohne dass irgendjemand beunruhigt wird. Wie Sie hier sehen, demonstriert die große Mehrheit absolut friedlich. Es gibt nur eine Handvoll Störenfriede in den ersten Reihen.
Die Bildqualität ist so gut, dass wir solche Leute sofort identifizieren und dann gegen sie ermitteln können. Sie sehen, keiner der Demonstranten nimmt Notiz von dem Luftschiff. Sie fühlen sich völlig unbeobachtet. Wir können also, solange wir wollen, die Geschehnisse aus der Luft beobachten, stören dabei weder die Demonstranten noch die übrigen Bürger der Stadt und bekommen Bilder von so guter Qualität, dass die Beamten am Boden jederzeit genau über die Situation informiert sind. In Deutschland sind Luftschiffe noch Privatsache. In einer zur Werkstatt umgebauten Garage am Rande von Gießen montieren Ingolf Schäfer und seine Freundin Uschi einen Autolüfter an eine 10 Meter lange Kunststoffhülle. Nachdem alles sorgsam und liebevoll eingerichtet ist, schaltet der 31-jährige Ingenieur das Gebläse ein. 1000 Arbeitsstunden und rund 40.000 Mark stecken in dem Gebilde, das langsam seine Form erhält. Ein ferngesteuertes, solarbetriebenes Luftschiff. Ingolf Schäfer nennt es Lotte 96. Vor 6 Jahren hat er auf Umwegen seine Liebe zum Luftschiff entdeckt. Mein Einstieg war eigentlich, mit Solarzellen oder Solartechnik zu tun zu haben, weil wenn man diese doch relativ kleinen keramischen Dinger sieht, dann reicht im Prinzip so eine Scheibe und man hat dann einfach nur ein bisschen Sonnenlicht und einen Plus- und Minuspol und erzeugt damit Energie. Man baut also keine großen Kraftwerke, es macht keinen Krach, es stinkt nicht, es raucht nicht. Es ist eine völlig andere Art, Energie zu erzeugen. Und aus diesen Solarzellen kann man dann wieder den Strom erzeugen, um Dinge anzutreiben. Elektromotoren, Hochleistungsmotoren, wie wir es auch bei Lotte gemacht haben. Das ist der Antrieb von Lotte 96. Das ist der eigentliche Motor, mehr ist es nicht. Dieser Motor hat ungefähr eine Leistung wie auch ein Föhn, also gut 1 PS. Bloß ein Föhn ist nicht in der Lage, einen 10 Meter langen Zeppelin 60 Stundenkilometer schnell zu machen. Schäfers Begeisterung für die Solartechnik steckte auch seine damaligen Kommilitonen an der Stuttgarter Uni an. Gemeinsam wollten die Studenten der Luft- und Raumfahrttechnik ein solarbetriebenes Flugobjekt entwickeln. Ein Luftschiff sollte es sein, weil es so wenig Energie verbraucht und auf seiner großen Oberfläche viel Platz für Solarzellen hat. 1993 war es flugbereit. Nach dem Studium tüftelte Ingolf Schäfer in Eigenregie weiter. Seine neueste Konstruktion ist kleiner, leichter und wesentlich leistungsfähiger als das Vorgängermodell. Doch meistens liegt Lotte 96 nur in der Garage. Denn ihr Erfinder interessiert sich viel mehr für Konstruktionen als für kommerzielle Vermarktung. Für die Ur-Lotte dagegen haben sich Betreiber gefunden, die sie regelmäßig ausführen. Straße? Ja, raus auf die Straße. Meistens ist Lotte im heimischen Stuttgart im Einsatz. 2 Kilometer sind es von ihrem Hangar auf dem Universitätsgelände bis zum Startplatz. Da lohnt es sich nicht, sie extra in den Anhänger des LKWs zu verfrachten. Das 16 Meter große Luftschiff hat sich eine Marktnische erobert. Es ist spezialisiert auf Schadstoffmessungen in der Luft und auf das Aufspüren von Altlasten im Boden. Vor jedem Einsatz werden 1400 Solarzellen von Hand an der Kunststoffhülle befestigt. Zusammen erbringen sie eine Leistung von 1 Kilowatt bei voller Sonneneinstrahlung. Heute ist Lotte im Auftrag der Universität unterwegs. Die Naturwissenschaftler wollen wissen, in welchen Höhen sich Ozon bildet und wie die Luft es weitertransportiert. Die dazu nötige Messsonde wird mit einer einfachen Schnur am Bug befestigt. Lotte ist fertig zum Abheben. Der Pilot bleibt am Boden. Mit 2 Helfern bringt er das Luftschiff sicher in die Höhe. Elegant gleitet die kleine Lotte in den Himmel. Gesteuert werden die Flugmanöver von einem ausgebildeten Piloten. Sein Arbeitsplatz ist nicht im Cockpit, sondern an der Fernbedienung.
Damit lenkt er nicht nur die Höhen- und Seitenruder, er kann das Luftschiff über die beiden Luftkammern auch trimmen, es also vorne oder hinten schwerer machen, um Lotte immer waagerecht in der Luft zu halten. Sie erreicht bis zu 45 Stundenkilometern, darf sich aber höchstens 1000 Meter von ihrem Piloten entfernen. So sieht es die Zulassung vom Bundesluftfahrtamt vor. Im Luftschiff befindet sich ein Rechner, der Stromverbrauch, Heliumdruck und Batteriespannung misst. Über einen Funkempfänger landen die Daten dort, wo sie ausgewertet werden, auf dem Bildschirm der Telemetriestation. Braucht er 2,3 Ampere, hat aber immer noch 1,2 Volt Zellenspannung. Per Funk wird der Pilot über den Zustand des Luftschiffes informiert. Das war ein bisschen mehr als die Motoren, die Bordsysteme verbrauchen. Telemetrie an Pilot. Ja, Pilot. Wir haben jetzt 1050 mAh aus den drei Akkupacks entnommen. Auch die Ozonmesswerte erscheinen auf dem Monitor und werden anschließend ausgewertet. Die Messgenauigkeit ist eigentlich bei allen verschiedenen Verfahren die gleiche. Das Interessante beim Luftschiff ist, dass bestimmte Gegenden eigentlich nur mit dem Luftschiff erreicht werden können. Nämlich eben der Korridor zwischen dem Bereich, der vom Boden noch messbar ist, und andererseits dem Bereich, den das Flugzeug von oben runterkommen kann. Im Zwischenbereich können außer Luftschiffen nur noch Fesselballone messen, aber die sind örtlich begrenzt, während man mit dem Luftschiff einen größeren Bereich flächig abdecken kann. Luftschiffe und Umweltforschung. Diese Kombination hat offensichtlich Zukunft. Was aussieht wie ein Schneideratelier, ist die Fertigungshalle der GEFA-Flug in Aachen. Das Unternehmen beschäftigt sich seit 15 Jahren mit der Entwicklung und Herstellung von Luftschiffen. 4 Exemplare sind verkauft, 3 werden selbst betrieben. Ihre Einsatzbereiche: Werbung und Umweltbeobachtung. Gerade wird an Nummer 8 gearbeitet. Ein 40 Meter langer Prototyp, der mit Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen demnächst in Serie gehen soll. 6 Näherinnen sind mit der Hülle des neuen Modells beschäftigt. Sie müssen über 400 Stoffteile miteinander vernähen, die sie vorher einzeln per Hand zugeschnitten haben. Diese maßgeschneiderte Luftschiffhülle ist eine Eigenentwicklung der GEFA-Flug. Sie besteht aus einem hauchdünnen, aber reißfesten Nylongewebe. Die Gondeln der Aachener Luftschiffe sind offene Zweisitzer. Vor jedem Einsatz werden sie vom Chef Karl-Ludwig Busemeier durchgecheckt. Seine archaisch anmutenden Luftschiffe fliegen mit Heißluft. Sie funktionieren nach dem gleichen Prinzip wie Fesselballone. 2 an der Gondel befestigte Propangasbrenner sorgen für den Auftrieb, indem sie die Luft in der Hülle erhitzen. In Europa gibt es derzeit etwa 100 Luftschiffe, die nach diesem Prinzip funktionieren. Sie sind einfach in der Wartung und billiger als andere Luftschiffe, da sie ohne das teure Helium auskommen. Die beiden Brenner bringen eine enorme Leistung. Umgerechnet sind sie gut 5-mal so stark wie Schumachers Ferrari mit seinen 750 PS. Okay, die Luftkammer brennt. Die starken Brenner sind nötig, um das Luftschiff überhaupt in die Höhe zu bringen. Schneller als 40 Stundenkilometer wird es trotzdem nicht. Karl-Ludwig Busemeier ist studierter Soziologe, der schon früh begonnen hat, in die Luft zu gucken. Okay.
Ich bin in einer Gegend groß geworden im Münsterland, wo es historisch schon immer viele Ballone gegeben hat. Und habe also als kleiner Junge schon fasziniert mit dem Fernglas den Ballonen hinterhergeschaut. Habe dann, als ich größer war und ein Moped hatte, bin ich mit dem Moped hinterhergefahren. Habe geguckt, ob ich bei der Landung helfen konnte. Und bin darüber dann auch Stückchen für Stückchen mit Luftschiffen in Kontakt gekommen. Und diese Faszination hat mich, mit Unterbrechungen natürlich, klar, hat mich eigentlich bis heute nicht wieder losgelassen. Das hat ein ganzes Stück weit tatsächlich was mit Realisation eines Kindheitstraums zu tun. Und wenn Sie mit einem Luftschiff morgens früh, kurz nach Sonnenaufgang, auf irgendeiner Wiese stehen, windstill, die Vögel zwitschern im Sommer, Gras ist noch nass. Und so wie in unserem Fall, wir bauen unser Luftschiff auf und anschließend steigen Sie ein und Sie fahren in den wunderschönsten Morgen. Dann ist das sowas von entspannend. Dann wissen Sie, warum Sie von diesem Medium Luftschiff so fasziniert sind. Der Tau hängt in dicken Tropfen auf der Wiese in Mecklenburg-Vorpommern, wo die Crew der GEFA-Flug ihren Einsatz vorbereitet. Es ist 5 Uhr morgens. Zu viel Aufwind macht das Luftschiff manövrierunfähig. Deshalb wird die Thermik vorher mit einem Luftballon getestet. 6 Taurichtung. Jetzt wird das schnell. Wie hoch ist das? 50 Meter, 60 Meter. Mhm. Der Pilot ist mit dem Wetter zufrieden. Jetzt kann das Luftschiff zusammengesetzt werden. Ein Windgenerator bläst Luft in die 37 Meter lange Hülle. Bis das Luftschiff seine volle Größe erreicht, dauert es 20 Minuten. So lange muss die Hülle straff gehalten werden. Der Riese bäumt sich auf. 2250 Kubikmeter Luft füllen sein Inneres aus. Die Luft wird mit der Brenneranlage erhitzt. Der Innendruck steigt, das Luftschiff drängt nach oben. Eine Arbeit, die viel Erfahrung verlangt. Nur wenn sich die heiße Luft gleichmäßig ausdehnt, kann die Mannschaft das Luftschiff am Boden halten. Den heutigen Flug hat die Universität Greifswald gebucht. Deren Biologen wollen das Flusstalmoor der Recknitz erforschen. Ein Mitarbeiter spricht mit dem Pilot die Flugroute ab. Sind davor schon Seen? Nee, das sind hier praktisch nur so eine kleine Schleife, mit, die so praktisch ausgedeicht sind mit kleineren Tauchstichen im Komplex. Ja. Und hier sind dann erst wieder größere. Aber ja, für uns wäre eben wichtig hier dieser östliche Teil mit den einzelnen Versuchsparzellen, die wir hier angelegt haben. Wenig Probleme. Das Luftschiff ist startklar. Mit an Bord ist die Biologie-Doktorandin Ute Klausnitzer. Um kurz vor 6 hebt das Luftschiff ab und steigt brummend in die Höhe. So mancher, der hier unten bleibt, hebt in Gedanken nett ab, wenigstens ein paar Zentimeter.
Der Pilot wendet fast auf der Stelle und nimmt Fahrt auf. In rund 50 Metern Höhe sind die Baumwipfel zum Greifen nah und den beiden in der Gondel weht ein leichter Wind um die Nase. Auch die Lenkung erinnert an die Pioniertage der Fliegerei. Die Steuerruder werden mit zwei Seilzügen bedient. Je kräftiger der Pilot zieht, umso schärfer wird die Kurve genommen. Das Luftschiff schwebt über dem Recknitztalmoor. Im Laufe der letzten Jahrzehnte ist der gesamte Oberlauf des Flusses begradigt worden. Ein Absinken des Grundwasserspiegels und das Aussterben zahlloser Tier- und Pflanzenarten waren die Folge. Ute Klausnitzer arbeitet an einer Bestandsaufnahme des gefährdeten Ökosystems. Aus geringer Höhe fotografiert sie das schwer zugängliche Gebiet. Dabei kann sie beliebig lang über einem Ort verweilen, ohne dass, wie bei einem Hubschrauber, die Flora aufgewirbelt wird. Diese Vorteile haben sich herumgesprochen. Zahlreiche Umweltgruppen wie der Naturschutzbund oder der WWF nutzen die Aachener Luftschiffe als Beobachtungsplattform für ihre Projekte. Die Einsätze müssen die Naturschützer nicht selbst bezahlen, das übernehmen die Werbepartner der GEFA Flug. Schließlich steht ihr Firmenschriftzug auch bei den Flügen für die Umwelt gut lesbar am Himmel. Öko-Sponsoring heißt das im Firmenjargon. Früher als geplant setzt das Luftschiff zur Landung an. Die maximale Flugzeit beträgt etwa 2 Stunden. Doch es ist Wind aufgekommen und der Pilot will kein Risiko eingehen, denn das Luftschiff ist nur bis Windstärke 3 gut manövrierbar. Nach einer Stunde Flug setzt es punktgenau auf. Die Hülle wird einen Spalt geöffnet, die heiße Luft entweicht und der Riese fällt in sich zusammen. Weil sie wetterempfindlich sind und keine langen Strecken fliegen können, sind Blimps und Heißluftluftschiffe für viele Zeppelin-Fans nur Spielzeug. Bunte Reklameballons in Zigarrenform, nicht mehr und nicht weniger. Hier im holländischen Bussum will ein leidenschaftlicher Liebhaber des echten Zeppelins seinen Lebenstraum verwirklichen. Bereits als Kind war Ian Alexander von Zeppelinen fasziniert. Als 15-Jähriger fuhr der gebürtige Schotte in den Ferien an den Bodensee, um in der Zeppelinstadt Friedrichshafen alles über die silbernen Zigarren zu erfahren. Während seines Studiums in Cambridge jobbte er nebenbei als Crewmitglied bei einem Luftschiffunternehmen. 1984 dann machte der Englischlehrer seine Passion zum Beruf. Er arbeitete bei den Zeppelinwerken und kaufte sich 1992 einen Blimp, der bei den Olympischen Spielen in Barcelona als Kameraplattform diente. Nun hält Ian Alexander die Zeit für gekommen. Die großen Zeppeline sollen ein würdiges Comeback feiern. Und seine Firma Rigid Airship Design soll dazu beitragen. Kein anderes Luftfahrzeug ist so energiesparend, umweltschonend und vielseitig einsetzbar wie ein starres Luftschiff. Davon ist der Zeppelin-Fan fest überzeugt. Gemeinsam mit Experten der Technischen Universität Delft tüftelt er an einem Modell namens Holland Millennium Navigator. Er soll 174 Meter lang und 30 Meter hoch werden. Ein gekürzter Nachbau der 245 Meter langen Hindenburg. Geschätzte Baukosten rund 60 Millionen Mark. Heutzutage gibt es nur noch Blimps. Wir glauben, dass nun die Zeit gekommen ist für einen neuen Zeppelin. Deshalb bauen wir das erste starre Luftschiff seit Graf Zeppelin II aus dem Jahre 1938. Der Unterschied zwischen einem Blimp und einem starren Luftschiff ist folgender. Ein Blimp ist einfach nur ein mit Gas gefüllter Sack. Unser Luftschiff dagegen hat ein inneres Gerüst und darin können wir etwas unterbringen.
Seien es nun Passagiere, Frachtgüter oder besonders geeignet, da unser Navigator bis zu 22 Tage ununterbrochen in der Luft sein kann, Überwachungsanlagen. Graf Ferdinand von Zeppelin hat vor allem an die militärische Nutzung seiner Luftschiffe gedacht. Sie sollten groß genug sein, um Truppen und Sprenggeschosse zu transportieren. Aber die ersten Zeppeline havarierten kläglich. Im Jahre 1908 steht der ehemalige General als närrischer Graf verspottet vor dem Ruin. Doch dem Volk gefallen die fliegenden Ungetüme. Eine spontane Spendenaktion beschert dem Grafen rund 6 Millionen Reichsmark für den Bau neuer Luftschiffe. Mit der LZ Schwaben gelingt drei Jahre später der Durchbruch. Im Ersten Weltkrieg setzen die Deutschen insgesamt 116 Zeppeline als Aufklärer oder Fernbomber ein. Zahlreiche von ihnen werden abgeschossen. Der Versailler Vertrag verlangt die Zerstörung aller Zeppeline. 1928 gelingt unter Hugo Eckener, dem langjährigen Weggefährten des 1917 verstorbenen Grafen, der Neubeginn. Das Luftschiff LZ-127 Graf Zeppelin verlässt die Friedrichshafener Werft. Der silberne Gigant begründet bis heute den Mythos Zeppelin. Er umrundet die Welt, fliegt zum Nordpol und bietet als erstes Luftfahrzeug einen Liniendienst über den Atlantik an. Eine 40-köpfige Besatzung kümmert sich um das Wohl der 20 Passagiere. Die Menüs werden in der Bordküche frisch zubereitet. Es gibt einen Gesellschaftsraum und komfortable Schlafkabinen. Der Linienflug nach Rio de Janeiro dauert 3 Tage. Eine enorme Zeitersparnis im Vergleich zur 2-wöchigen Schiffspassage. Aus den Panoramafenstern bietet sich den Passagieren ein Ausblick, den sie so schnell nicht vergessen werden. Am 6. Mai 1937 setzt die Hindenburg auf dem Flughafen Lakehurst bei New York zur Landung an. Plötzlich geht der Luftriese in Flammen auf. Das Feuer breitet sich rasend schnell aus. Mit dem Heck voraus kracht die Hindenburg auf das Landefeld. In weniger als einer Minute verwandeln 200.000 Kubikmeter Wasserstoffgas das Luftschiff in ein glühendes Skelett. 36 Menschen sterben, 61 können sich aus dem flammenden Inferno retten. Ob Sabotage, Konstruktionsfehler oder der leicht entflammbare Lack auf der Außenhaut, die Unfallursache ist bis heute ungeklärt. Die Nazis hatten kein Interesse daran, deutsche Ingenieursarbeit in Frage zu stellen. Die Ära der großen Zeppeline war beendet. Für Ian Alexander allerdings steht fest, ein Unglück wie in Lakehurst könnte sich heute nicht wiederholen. Ich glaube, damals war die Zeit noch nicht reif für Luftschiffe. Man verfügte einfach noch nicht über die entsprechende Technologie. Es gab kein Helium, sondern nur Wasserstoff. Man hat die aerodynamischen Belastungen, denen Luftschiffe ausgesetzt sind, nicht verstanden. Und außerdem gab es noch keine langfristigen Wetterprognosen. Wenn früher die Leute losgeflogen sind, hatten sie keine Ahnung, wie das Wetter über dem Atlantischen Ozean sein wird. Er ist sich seiner Sache sicher. Hier am Eiselmeer sollen die Träume vom echten Zeppelin wahr werden. Ian Alexander plant die größte Luftschiffwerft der Welt. Der Schotte hat bereits 227 Hektar Land von der holländischen Gemeinde Bussum gepachtet. In naher Zukunft sollen hier an die 3000 Menschen jährlich 20 Luftschiffe bauen. Zur Jahrtausendwende soll der Holland Millennium Navigator aufsteigen. 100 Jahre nach dem Jungfernflug des ersten Zeppelins über dem Bodensee. In Friedrichshafen, der Geburtsstadt des Zeppelins, wurden Gedanken an dessen Comeback jahrzehntelang als Träumereien abgetan. Doch dann taten sich neue Marktchancen im Tourismus und in der Wissenschaft auf. Die Träumer wurden langsam ernst genommen. 1990 haben die Zeppelin-Werke beschlossen, sich wieder auf ihre Ursprünge zu besinnen. Jetzt werden wieder Luftschiffe gebaut. 3 Jahre hat es gedauert, dann war das Konzept für einen Hightech-Zeppelin namens LZN-07 fertig. Das Kernstück ist sein stabiles Innengerüst aus Aluminium und einem Kohlefaserwerkstoff. Es wiegt nur 650 Kilogramm, weniger als ein Kleinwagen. Doch trotz des Innenskelettes, der neue Zeppelin ist ein halber Blimp. Denn anders als bei den traditionellen Zeppelinen ist die Struktur nicht ringförmig, sondern dreieckig angelegt. 12 einzelne Spanten sind mit 3 Längsträgern verbunden und mit Zugseilen stabilisiert. Die Hülle wird an den Längsträgern befestigt und erhält ihre Zigarrenform wie ein Blimp nur durch den Gasdruck im Inneren. An den Knotenpunkten des Traggestells werden die Triebwerke angebracht.
Dadurch ist es in der Gondel, anders als bei Blimps, ruhig und wackelt nicht. Besonders wichtig ist den Friedrichshafener Ingenieuren die Steuerung. Das neue Luftschiff verfügt über eine sogenannte Vektorsteuerung. Die Propeller sind schwenkbar wie ein Außenbordmotor und ziehen oder schieben den Zeppelin in jede gewünschte Richtung, auch senkrecht nach oben oder unten. Was ist das minus 400 da drüber? Das ist der Manifold. Wir haben ja noch einen falschen Sensor eingebaut. Der muss normalerweise... Weil es sich besser manövrieren lässt, kann das Luftschiff punktgenau starten und landen. Dabei reicht eine Bodencrew von 3 Leuten aus. Der LZN-07 ist flugbereit. Der erste Zeppelin-Neubau seit fast 60 Jahren. Im Vergleich zu seinen über 200 Meter langen Vorgängern ist er ein Zwerg. 75 Meter lang und 14 Meter im Durchmesser. Und doch ist der Zeppelin neuer Technologie das zurzeit größte Luftschiff der Welt. Für die Friedrichshafener ist der LZN-07 nur der Anfang. 3 Luftschiffe pro Jahr wollen sie verkaufen, zum Preis von je 12 Millionen Mark. Größere Typen sollen folgen, um mehr als nur 12 Passagieren einen Logenplatz am Himmel zu bieten. Neben Reiseveranstaltern, die Sightseeing-Touren und einen umweltschonenden Tourismus anbieten wollen, ist vor allem die Wissenschaft an dem neuen Zeppelin interessiert. Mehrere Forschungseinrichtungen haben bereits in der Entwicklungsphase mit den Zeppelin-Werken zusammengearbeitet, um das Luftschiff auf ihre Projekte abzustimmen. So auch das Institut für Troposphärenforschung in Leipzig. Direktor Just Heinzenberg koordiniert die verschiedenen Anfragen. Ob Meteorologen, Klimaforscher, Astronomen oder Geologen, allein in Deutschland planen über 20 wissenschaftliche Teams den Einsatz des Zeppelins. Die Fähigkeit des Zeppelins, lange Zeit fast vibrationsfrei an jedem beliebigen Ort in der Luft zu verweilen, bietet auch den Leipziger Atmosphärenforschern neue Möglichkeiten. Das Luftschiff als schwebende Messstation. Geträumt hat der Meteorologe natürlich schon immer davon, sich wie ein Luftpaket oder wie eine Wolke über große Distanzen in der Atmosphäre bewegen zu können. Das heißt, an einer bestimmten Höhe zu beginnen und dann sich einfach mit dem Wind ohne eigene Kraft durch die Atmosphäre bewegen zu lassen, um die Vorgänge in der Atmosphäre so ungestört wie möglich zu studieren. Das heißt, ohne schnelle Bewegung, wie sie ein Flugzeug erfordert, damit es nicht herunterfällt, oder ohne die großen Störungen, die ein Helikopter durch seinen Antrieb in der Atmosphäre verursacht. Eines der Forschungsinstrumente, die auf dem Zeppelin eingesetzt werden sollen, ist ein sogenanntes Tropfenspektrometer. Von ihm erhoffen sich die Wissenschaftler neue Erkenntnisse über die Wolken, die ihnen bislang noch viele Rätsel aufgeben. Mit einem dünnen Laserstrahl misst das Spektrometer im Inneren der Wolke. Jeder Tropfen, auf den der Strahl fällt, wird registriert. Dann errechnet der Apparat die Größe der Tropfen und deren Anzahl pro Kubikmeter Luft. Um mit dem Spektrometer in den Wolken zu arbeiten, fliegt ein Flugzeug zu schnell. Langfristige Prozesse lassen sich damit nicht beobachten. Bei einem Zeppelin dagegen wird das Messinstrument auf einer Plattform in die Wolke gesenkt. Es kann mit ihr mitschweben und die Tropfenbildung so lange erfassen, wie die Wissenschaftler es für nötig halten. Die Daten werden auf einen Rechner übertragen und können direkt vor Ort analysiert werden. Für die Forscher ein wichtiger Schritt, um die physikalischen und chemischen Prozesse der Wolkenbildung besser zu verstehen. Doch nicht nur wegen der Wolkentropfen interessiert sich das Leipziger Institut für den neuen Zeppelin.
Auch eine dort entwickelte Hightech-Maschine braucht Unterstützung aus der Luft. Das Raman-LIDA ist ein hochsensibles Messgerät für Aerosole, die mikroskopisch kleinen Schwebepartikel in der Luft. Auch Rußteilchen, Industrieabgase und andere Schadstoffe sind Aerosole, die, so vermuten die Meteorologen, langfristig unser Klima verändern. Der Laserstrahl des Raman-LIDARs hat 3 Wellenlängen um Partikel verschiedener Größe nachweisen zu können. Durch optische Spiegel werden sie zu einem Strahl gebündelt und durch eine Dachluke in die Atmosphäre geschickt. Ein Bruchteil des Strahls wird von den Luftpartikeln auf ein Teleskop reflektiert. So kann der Raman-LIDAR in einer Höhe bis zu 35 Kilometern gleichzeitig in allen Luftschichten Aerosole aufspüren und vermessen. Doch dieser Laserstrahl erstellt nicht mehr als eine Momentaufnahme der Luftsäule. Erweisen sich dabei bestimmte Schichten als besonders belastet, soll der Zeppelin mit Messinstrumenten zu diesen Punkten fliegen und die Untersuchungen vor Ort vertiefen. Noch müssen sich die Forscher gedulden, aber im Jahre 1999 wird ihnen ein Luftschiff zur Verfügung stehen. Große Projekte fangen oft im Verborgenen an. Zum Beispiel auf diesem ausgedienten Militärflugplatz der Roten Armee im Spreewaldort Brandbriesen. Dr. Karl von Gablenz, Logistikfachmann aus Wiesbaden, fühlt sich hier heute schon als Hausherr. Wenn alles klappt, wird das riesige brachliegende Areal demnächst seiner Firma gehören. Auf diesem verlassenen Gelände will der 44-jährige Jurist seine Vision vom Luftschiff verwirklichen. Ein Gigant für interkontinentale Schwertransporte, genannt Cargolifter. Er soll Lasten tragen, die in Flugzeugen keinen Platz finden und auf dem Seeweg oft Wochen unterwegs sind. Der Arbeitselefant unter den Luftschiffen ist vielen auf Anhieb sympathisch. Die 1996 gegründete Cargolifter AG hat inzwischen über 200 Aktionäre. Gewiefte Manager aus dem Transport- und Industrieanlagengeschäft sind genauso begeistert wie kühle Wissenschaftler. Chefkonstrukteur ist der Daniel Düsentrieb der Luftschiffe, Ingolf Schäfer, Vater der fliegenden Lotten. So, passt doch wunderbar. Jetzt stellen Sie sich vor, da die Halle. Dann öffnen, Luftschiff auf der Startbahn langsam rausschleppen. Schön auf der Startbahn bleiben als Basis. Brauchen Sie nichts Neues machen, nur Schienen drauf. Und dann hier rüber und den Ankermasten 45 Meter hoch und die Wiese bleibt. Weil der schwebt ja oben drüber. Müssen Sie keinen Baum wegmachen, gar nichts. Der Cargolifter wird zwar etwas kürzer als die Hindenburg, aber dicker. 350.000 Kubikmeter Volumen braucht es, um Lasten mit einem Gewicht bis zu 160 Tonnen tragen zu können. Das fliegende Kraftpaket soll seine Transportgüter direkt dahin bringen, wo sie gebraucht werden. Auch in die entlegensten Gebiete. Um auf Bodencrew und Haltemast verzichten zu können, haben die Ingenieure ein spezielles Lastabsetzverfahren entwickelt. Das Luftschiff als schwebender Kran. Sie können einfach mit einem Flugzeug oder auch einem Hubschrauber nur bedingt in der Luft stehen bleiben. Wenn Sie also das machen wollen, dass Sie etwas hier hochheben wollen, mit dem Kran quasi, bleiben stehen und wollen nonstop bis zu 10.000 Kilometer fliegen und dann wieder runtergehen ohne nachtanken, dann können Sie quasi nur mit der leichter als Lufttechnologie arbeiten. Das ist die einzige Technologie, die das ermöglicht. Die Führungskräfte der Cargolifter AG bei einer Strategiebesprechung. Sie arbeiten in Unternehmen, die über ganz Deutschland verstreut sind und korrespondieren meist nur per E-Mail. Der Baubeginn rückt näher und wo Halle, Ankermast, Werkstatt und Konferenzraum hingehören, lässt sich nur vor Ort entscheiden.
Ja, ich meine, das ist ja nur eine Kleinigkeit, das jetzt entsprechend zu ändern. Sie sehen hier in der Mitte die zwei Startbahnen. Eine, 2,5 Kilometer parallel, zweite, jeweils 2,5 Kilometer. Und an der Ecke hier vorne, sozusagen am Westende, da soll die Halle hin. 275 Meter lang, überbrückt praktisch diese Startbahn. Hier das Tor und dann kann das Luftschiff hier auf der Startbahn rausziehen. Ungefähr in die Mitte zu dem Punkt, wo wir jetzt sind. So schnell wie möglich soll mit dem Bau der 275 Meter langen Halle begonnen werden. Manche Experten zweifeln an dem Projekt Cargolifter. Sie glauben einfach nicht, dass ein Luftschiff mit 160 Tonnen beladen werden kann. Doch Ingolf Schäfer und Karl von Gablenz wollen das Gegenteil beweisen. Zur Expo 2000 soll der Prototyp fertig sein. Ob Cargolifter, Blimp, Heißluftluftschiff oder Zeppelin, kühne Pläne hat es in der Luftschifffahrt gegeben, seit es Menschen mit Visionen und Träumen gibt. Wenn diese Träume majestätisch in den Himmel aufsteigen, werden wir immer nach oben sehen und in Gedanken über den Wolken schweben. Ganz so, wie es schon der Vater der legendären Hindenburg, Hugo Eckener, getan hat, als er prophezeite: Eines ist sicher, das Luftschiff ist den Menschen früher immer als eine Art Symbol des Friedens und der Völkerverständigung erschienen, wenn es in seinem ruhigen Fluge wie ein silberner Fisch im blauen Luftmeer dahinzog. Sollte das je wieder der Fall sein, so wird das bedeuten, dass die Welt friedlich und sicher geworden ist. Mehr über Luftschiffe im Aufwind finden Sie im Geoheft zur Sendung. Lesen Sie außerdem: Wer die einmalige Unterwasserwelt Tasmaniens bevölkert. Wo Affen als Delikatesse geschlachtet werden. Warum Lachen glücklich macht. Bestellen Sie jetzt unter 040 3703 4041.